So war es früher und so ist's vielerorts wieder. Persönliche Betreuung im Obst- und Gemüseladen, hier sogar mit Produkten vom eigenen Feld des Bauernhofs, an den dieser Hofladen in Düsseldorf angeschlossen ist. Absolut regional und damit sehr öko, denn lange Transportwege gibt es beinahe nicht. Außerdem weiß der Verbraucher, mit wem er im Zweifelsfall schimpfen oder auf wen er sich verlassen kann. Es kommen jetzt vermehrt jüngere Leute, Mütter mit Kindern, die eigenes Gemüse kaufen, sage ich mal, Kartoffeln, die Erdbeeren. Wir haben draußen die Erdbeerpflanzen, die sehen dann, wie die Erdbeeren an den Pflanzen hängen, zeigen den Kindern das und dann wissen die Kinder, wo das herkommt. Regionalität, die Kunden zunehmend suchen, auch in Supermärkten. So eine Studie der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie. Immer mehr Käufer hinterfragen kritisch die Herkunft und die Produktionsbedingungen von Lebensmitteln, nehmen sich Zeit dafür beim Einkauf. In diesem Supermarkt in Düsseldorf bleiben Kunden deshalb nicht nur 20 Minuten, sondern manchmal ganze 2 Stunden. Slow Shopping nennt sich das dann. Der Supermarkt wird zum Event, der Einkauf zum Erlebnis. Verantwortungsbewusstes Einkaufen ist das Ziel. So verkauft dieser Supermarkt zum Beispiel keine Fische, die von anerkannten Umweltschutzorganisationen als überfischt oder bedroht eingestuft werden. Konsequent auch in der Tiefkühlabteilung. Sonst schwindet erst die Glaubwürdigkeit und dann die Kundschaft. Bisher kam eigentlich eher positive Resonanz vom Kunden, weil wenn man es dann auch dementsprechend kommuniziert, warum es nicht gemacht wird oder warum vielleicht eine bestimmte Sorte zurzeit bei uns nicht erhältlich ist, dann haben die meisten Kunden dafür Verständnis. Klar, es gibt immer jemanden, der sagt, dann gehe ich woanders einkaufen, da kriege ich das noch. Da muss man aber dann leider mit leben. Ein ähnliches Problem haben Hofläden auch. Viele Kunden wissen überhaupt nicht mehr, zu welcher Zeit welches Gemüse angebaut oder geerntet wird. Ältere Kundschaft weiß ungefähr die Saisonzeiten, aber die jüngeren Leute heute, die wissen das nicht so genau. Jetzt zur Spargelzeit wird ja sehr publik gemacht in den Medien, aber ich sag mal so andere Sachen weniger, glaube ich. Bewusstes und entspanntes Einkaufen von frischen Produkten. Für viele gehört das schon zum Genuss von Lebensmitteln dazu. Slow Shopping also, ein Trend, der eigentlich eine Rückbesinnung ist.